In einer Fußballnation wie Deutschland wird der Fußball natürlich oft mit den Männern in Verbindung gebracht. Ich habe öfters gehört, Mädchen können kein Fußball spielen. Ich wollte mich nie davon abbringen lassen, nur weil es vielleicht der einen oder anderen nicht gefällt. Ich bin in Ratzenried aufgewachsen. Das ist ein ganz kleines Dorf im Allgäu. Ich bin froh, dass ich Fußball spiele, weil es mir einfach so viel Spaß macht. Bei mir ist schon so, dass ich sehr ehrgeizig bin und auch viel Zeit investiert habe, um an mir zu arbeiten, besser zu werden und so weiter. Ich wollte dann auch Fußball spielen mit den Jungs zusammen, weil es eben keine Mädchenmannschaft gab. Weil sie einfach viel physischer sind und viel athletischer. Ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, da habe ich 3 Tore geschossen und dann waren alle ganz ruhig. Wir haben miteinander trainiert und da haben wir schon gesehen, ihren Ehrgeiz. Ich habe damals schon als Jugendtrainer gesagt, dieses wird die erste Nationalspielerin in Ratzenried. Also ich bin das erste Mal in die U15 eingeladen worden und dann eigentlich von der U17, U19 und dann bin ich mit 19 Jahren zur A-Nationalmannschaft. Für Deutschland zu spielen ist eine Riesenehre, weil ich weiß, wie viele andere Spielerinnen das gern machen würden. Und dann hatte ich als Kapitänin eben auch die Verantwortung, den Ball zu nehmen. Ich habe dann rechts am Tor vorbeigeschossen, wodurch wir auch ausgeschieden sind. Das war schon ein sehr harter Moment in meiner Karriere auch. Ich habe immer gedacht, jetzt sind wir wegen mir ausgeschieden. Ich war auch etwas zurückgezogen, war etwas ruhiger, habe das für mich eben verarbeiten müssen. Aber letzten Endes gehört es zum Sport dazu und dass man eben auch mal verschießt, dass man daraus lernt, dass man dann größer daraus wird und ja, den nächsten Ball eben reinmacht und dann ist auch alles wieder vergessen. Letzten Endes bin ich dann wieder auf den Sportplatz gegangen, habe Fußball gespielt und habe gemerkt, wie viel Spaß mir es macht. Die Olympischen Spiele in Brasilien ist natürlich ein absolutes Highlight, dass wir letzten Endes in Rio de Janeiro im Finale standen, im Maracanã-Stadion damals, wo unsere Männer eben auch Weltmeister wurden. Das war schon was ganz Besonderes, Gänsehaut-Moment. Auch dort konnten wir das Spiel gewinnen und es war unfassbar. Also das ganze Stadion hat gebebt, als wir dann die Medaille um den Hals bekommen haben. Das war ein Riesenmoment und ja, solche Momente bleiben dann auch für die Ewigkeit. Aber letzten Endes ist der Fußball so schnelllebig, dass man immer neue Ziele hat, sobald man eben einen Titel erreicht hat. Mittlerweile wird der Fußball, also der Frauenfußball, auch immer etablierter und bekommt mehr Anerkennung und Zuspruch auch aus der Bevölkerung. Deshalb möchte ich auch den Mädchen, die Fußball spielen möchten, den Zuspruch geben, dass sie es machen sollen, dass sie einfach ihren Traum leben sollen, dass sie Spaß daran haben sollen. Mein Name ist Melanie Leupold und ich spiele Fußball.